Jo, Leute, was geht? Euer Schützefuzzi hier zu einem neuen kleinen Guide. Wir haben ja vor kurzem mit Gold richtig umgehen, habe ich vor kurzem hochgeladen, ein kleines Guide. Und jetzt sind wir bei einem ähnlichen Guide. Jetzt kümmern wir uns mal ums Early Game, wie man das mit dem Gold auch noch anders spielen kann. Das zeige ich euch jetzt hier in dem Guide. Ich bin darin nicht so gut, weil ich selber sehr, sehr selten spiele. Einfach nur, weil es einfach nicht mein Playstyle ist und ich mache es einfach nur mal hier und da aus Spaß. Weil hier wird es darum gehen, dass wir probieren, ein sehr, sehr starkes Early uns aufzubauen. Die erste Hand save ich jetzt gerade mal. Ist halt nicht notwendig, aber ne, also normalerweise, da ich jetzt hier gleich die Goblin-Kombo holen möchte, weil sie auch sehr stark im Early ist, machen wir das gleich. Und der Unterschied zwischen diesem Gameplay jetzt und dem anderen, wo wir das Goldmanagement gemacht haben, wenn wir hier im Early Game richtig, richtig viel Geld ausgeben, und im Early Game achten wir auch nicht darauf, ob wir schon gewinnen oder verlieren. Weil das Early Game kann man auch anders sehen. Man kann auch sagen, im Early Game bis Runde 10, ich kriege ja eh kaum Schaden. Sprich, mir ist eigentlich so gut wie alles an Kombos egal. Ich möchte nur schnell Einheiten Stufe 2 kriegen. In dem Fall war es jetzt hier ein bisschen anders, ne? Weil mit den Goblins hier ist meiner Meinung nach ein ganz guter Start so. Musste ich eh saven, wenn ich beide mitnehmen wollte. Deswegen ist das fein, meiner Meinung nach. Nur jetzt kriegen wir hier halt 3 Gold und die werden wir auch komplett ausgeben. Das sollte man im Early eh so lange machen, bis man keinen Interest hat. Aber, ja, man achtet sehr oft nicht drauf oder ne, macht es irgendwie anders. Und das Besondere dabei ist einfach nur, diese ganzen Einheiten, es kann ja passieren, dass wir sie Stufe 2 kriegen, indem wir sie jetzt im nächsten Row nochmal ziehen, obwohl wir sie vielleicht gar nicht spielen wollen. Den hier verkaufe ich mal. Ich nehme lieber den hier mal mit. Es kann halt einfach sein, dass wir ne, plötzlich einfach mal den Frost Knight plötzlich Stufe 2 haben, bringen ihn mit aufs Feld, obwohl er gar nichts mit unserer Combo zu tun hat. Dann kann es sein, dass wir einen Tast-Champion plötzlich Stufe 2 haben, ihn aufs Feld bringen und die beiden harmonieren ja null miteinander, sind aber beide Stufe 2. Und Stufe 2er sind im Early Game auch sehr, sehr stark. Und deswegen zeige ich euch heute halt, wie man es noch auf einer anderen Art spielen kann. So, jeder spielt ja so auf seiner eigenen Art. Das hier ist eigentlich nicht so meine Art, weil ich spiele lieber safe, mein Gold runter. Und es gibt dann aber auch viele Spieler, die im Early Game mit einem hohen Risiko spielen gerne. Und dann schauen, wie sich das ganze Game entwickelt. So, hier, ich nehme den mit. Level den direkt auf. Würde gerne den mitnehmen. Und den Red Axe Chief, das ist ja gerade egal. So, der hier ist schon Stufe 2, das ist ganz gut. Stellen wir den mit drauf. Und ja. Wir haben jetzt halt, ne, wir haben beide unsere Hand auch so. Auch, also wenn wir jetzt als Beispiel einen 10er Interest kriegen könnten, gerade, würden wir trotzdem unsere Hand nicht verkaufen. Weil wir noch vor Runde 10 sind. Vor Runde 10 versuchen wir wirklich, oder wir bis Runde 8 können wir es. Das ist, wie soll ich es denn erklären? Es ist schwierig zu erklären. So, wir versuchen halt bis zu einem bestimmten Punkt uns Einheiten zu holen im Early Game, die wir vielleicht im Early Game auch noch Stufe 2 kriegen. Und ja, das habe ich jetzt gerade mit Goblin zum Beispiel geschafft, den ersten. Und, oh, jetzt habe ich schon wieder ein Gold bekommen, weil wir ja gewonnen haben. Zack, nehme ich den mit. So, und hier kann ich jetzt den weiterkaufen, den zweimal holen. Den hier würde ich jetzt verkaufen, dafür den reinkaufen. Und ja, jetzt haben wir hier den Tast zum Beispiel warten. Wenn wir den Stufe 2 kriegen würden, würden wir ihn sogar draufbringen. Jetzt aber die Überlegung, den hier habe ich auch zweimal. Das hier sind ein Gold, zwei Gold, drei Gold, vier Gold. Ah, das ist eklig. Ich wollte eigentlich jetzt gerne aufleveln. Aber ja, so wird das halt nichts, ne? Oh, mein Stuhl knarrt immer noch so laut, aber ist egal. Ne, so wird das nichts. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir. Ja, gut, gegen den gewinnen wir noch. Der hat auch nur vier Einheiten drauf. Der hat zwei Assassins, aber wir haben Stufe 2 und er hat keinen. Und er bringt ihm hier, der hier auch nicht, der hat nicht mal mehr geultet. Die machen zwar alle ganz schön Schaden, die beiden hier mit ihrer Ulti, aber es wird eigentlich nicht reichen für uns. Das hier ist auch eine sehr, sehr eklige Ulti. Wenn er den hier Stufe 2 gehabt hätte, wäre er schon brenzlicher gewesen. So geht's halt noch, ne, weil wir halt den Stufe 2 haben. So, und wir könnten uns jetzt halt, ne, jetzt haben wir 2 Gold, wenn wir rechnen, 3 Gold, 4 Gold, 5 Gold, 6 Gold, 7 Gold, 8 Gold, 9 Gold. Das heißt, wenn wir jetzt hier was verkaufen würden, wir wären ja sowas von safe, ne, auf den Goldbetrag, wo wir jetzt einen Interest kriegen würden. So, aber ich kaufe den hier. Jetzt wird's schwierig. Ich verkaufe den und den. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne aufleveln. Damit ich jetzt wieder eine neue Einheit draufbringen kann. Ich bringe mal den drauf. Verkaufe hier das Einhorn und kaufe hier lieber den Knight. Einfach nur schon alleine dann später für eine Combo. Vielleicht gehen wir ja dann Knights rein, weil Knights ist eh meiner Meinung nach mit die stärkste Meta-Combo, die du spielen kannst im Moment. Und ja, wir haben auch noch den Tast-Champion warten, den behalten wir auch so lange noch. Weil es kann ja sein, dass wir ihn jetzt im Early Stufe 2 kriegen. Und das wäre einfach worth, dann den draufzubringen. Und ja, wir können jetzt im Moment halt. Das Gute ist, wir können im Moment sogar sehr viel machen, so wie wir wollen, weil wir eine Siegesserie vielleicht sogar aufbauen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Aber okay, jetzt kriegen wir wieder ein Gold hier, dann nehmen wir sie erstmal wieder mit.
Ist soweit fein und ich habe gerade was übersehen, Leute. Ich hätte mit ihm hier, hätte ich ihn gekauft, hätte ich das 1 und Stufe 2 machen können, verkaufen können, hätte ich jetzt ein Gold mehr gehabt. Habe ich gerade falsch gespielt. Nur so zur Info, ne? Wenn es euch nicht aufgefallen ist und ich es euch gerade erst erklären musste und ihr es vorher nicht gesehen habt, jetzt habt ihr gleich was gelernt. Ne? Also, darauf sollte man achten. So, jetzt ist es hier so. Ich bringe die beiden drauf auf jeden Fall und nehme die beiden erstmal runter. Und jetzt bin ich langsam so in so einer Lage, wo ich überlege, ja, möchte ich langsam Interest haben? Dann gucke ich 6 Gold, 7 Gold, 8, 9 Gold. Wenn ich gewinne, ja. Dann könnte ich langsam, aber irgendwie, ja, es ist schwierig. Ne? Es ist jetzt schwierig, es langsam abzuwägen. Es ist noch ganz schön früh. Weil, wie gesagt, ich will halt kaufen, 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 gucken. Vielleicht kriege ich ja einen Task 2. Problem ist, wenn ich jetzt wirklich hier in Knights oder so reingehe, dann brauche ich das ja an sich auch nicht. Von daher schwierig. Ich würde sagen, ich behalte erstmal meine Hand, auch wenn ich jetzt gewinne. Und wir schauen einfach nächste Runde nochmal weiter. Ist natürlich sehr, sehr stark, ne, im Early Game, ich kann nicht mehr reden, im Early Game, schnell in starke Einheiten zu kommen. Jetzt überlege ich auch, ich nehme mal, nee, den nehme ich nicht mit. Ich nehme mal ihn hier mit. Vielleicht können wir ja nochmal Hunter oder so aufbauen. Wie gesagt, im Early, weil wir halt viele Einheiten so gekauft haben. Jetzt ist halt die Sache, ne, jetzt haben wir hier wieder gezogen und ja, den haue ich jetzt natürlich raus. Nehme dafür hier die natürlich mit, die ist sehr, sehr stark meiner Meinung nach. Können wir gut was damit anfangen in der Runde hier. Nächste Runde leveln wir auf. Und ja, jetzt müssen wir halt überlegen, hier haben wir zweimal Hunter nochmal gezogen, aber möchte ich die jetzt mitnehmen? Ich selber würde jetzt sagen, nein, ich verkaufe jetzt nur das ein, obwohl ich verkaufe erstmal gar nichts, vielleicht gewinne ich auch so. Aber normalerweise würde ich dann hier nur dieses Einhorn verkaufen, ne, hätte 10 Gold, würde jetzt sogar noch einen kleinen Interest kriegen, weil Reroll bringt uns eh nichts. Unsere Hand ist voll, aber wir haben halt noch ein paar Sachen ready, die wir aufleveln können dann. Ich finde halt gefährlich, wenn hier schon mal wieder eine Stufe 2er beim Gegner, ne, ganz gefährlich, aber wir haben eine Knight-Kombo, eine Goblin-Kombo. Ein sehr schönes Early Game haben wir, muss ich ja sagen. Wir konnten uns gut was im Early Game aufbauen. Wir haben auch nur noch 100%. Haben trotzdem jetzt schon mal 10 Gold. Haben wir jetzt nur bekommen, weil wir diese Winning Streak hatten. Ansonsten wäre es auch fein, wenn wir jetzt unter 10 Gold gewesen wären. Also das ist nicht schlimm. Hier leveln wir aber auf. Ich verkaufe die hier schon mal, weil ich sehe, was ich alles kaufen kann. Ich möchte nämlich auch den hier haben. Bringe den drauf. Nehme den runter. Bringe den drauf. 4er Knights. 2 Mechs. Ist in Ordnung. Hol den hier noch dazu. Ja. Jetzt kommt es darauf an, ob wir gewinnen oder verlieren. Wenn wir verlieren, muss ich leider einen Task verkaufen. Und ansonsten spielen wir es nochmal weiter. Und jetzt so langsam kommt wieder mein normaler Goldrhythmus ins Spiel. Wir haben im Early sehr, sehr viel gekauft. Hätten wir jetzt halt eine Losing Streak aufgebaut, hätten wir keine 10 Gold gehabt. Das wäre aber nicht schlimm gewesen, wie gesagt. Und ja. Ich weiß nicht, also es war vielleicht jetzt gerade nicht das beste Beispiel sogar die Runde meiner Meinung nach. Hätte ich bestimmt noch ein besseres Beispiel finden können. Ich verliere gerade sogar. Deswegen haue ich schon mal den hier raus, damit wir einfach wieder die 10 Gold haben. Aber wir versuchen halt im Early Game schnell Stufe 2 aufzubauen, indem wir einfach alles kaufen, was wir sehen. Egal was es ist für ein Kombo, wir kaufen einfach alles. Guck, dadurch, dass wir das gemacht haben, zack, Witch Doktor Stufe 2. Das ist ein gutes Beispiel. Den haben wir jetzt nur Stufe 2 bekommen, weil ich ihn immer kontinuierlich weiter gekauft habe. Und jetzt haben wir gar keine Mech-Kombo mehr. Aber dafür bauen wir uns halt langsam um, wie ihr seht. Ne? Jetzt haben wir den mit. Jetzt packe ich den auch mal mit in die Backline so ein bisschen. Und ja, wir können so ein bisschen hier alles abschätzen. Den packe ich mal so ein bisschen nach da. Der Tusky ist im Moment der unwichtigste. Den würde ich so jederzeit raushauen. Das Item gebe ich mal hier drauf. Und das hier gibt Magieresi. Ne? Dann geben wir das auf den Witch Doktor. So. Gibt es hier noch eine Goldeinheit im Shop? Gerade nicht. Also das hätte ich so jetzt mitgenommen, weil wir haben im Moment unseren Interest. Ne? Können halt eh nicht viel mehr machen und wären soweit fein. Das Item ist ganz nice, das geben wir gleich mal ihr. Mit diesem Mana-Kristalle finde ich immer schwer, das gebe ich dem hier. Einfach nur, weil diese Bombe, die er werfen kann, meiner Meinung nach sowas von stark ist, dass wir damit einfach komplett fein sind. So. Ja, was habe ich denn für ein... Was ziehe ich denn hier für Hände zusammen, ey? Das ist natürlich hier sehr, sehr speziell. Bringen den jetzt sogar drauf für den hier erstmal. Und ich muss überlegen, welcher Knight fehlt mir denn noch? Hier, er hier, ne? Ich könnte die beiden... Ah, das ist jetzt schwierig. Ich könnte halt die beiden rausnehmen und dafür die komplette Knight-Kombo jetzt schon draufbringen. Aber alle nur Stufe 1. Und das wäre ein bisschen auer. Aber ich rechne jetzt mal 15 Gold, 17 Gold, 18 Gold, 19 Gold. Hole ich mir. Im Notfall muss ich doch nochmal was anderes mitverkaufen, was ich ungern machen möchte. Aber, nee, ich gewinne sogar nicht mal, oder? Sehr, sehr schwierig für uns. Obwohl doch, er hat noch gut geultet. Er hier hat bestimmt gleich auch nochmal... Ach, braucht er nicht mal. Aber hätte jetzt auch nochmal eine Ulti. Komplett fein. 20 Gold. Wir kriegen jetzt wieder, ne? Wir kommen wieder in unser altes Goldmanagement-Rhythmus, wie in einem anderen Video.
Kommen wir jetzt wieder so langsam rein. Wir haben halt im Early sehr viel gewonnen, weil wir alles gekauft haben, einfach was wir gesehen haben. Wie die Geier, wir hätten schon viel früher uns einen Interest holen können. Aber wir haben sehr, sehr aggressiv gespielt. Und das mag ich persönlich eigentlich nicht, dass ich sehr aggressiv spiele, aber ja, die Runde hier, weil wir halt im Early so gut gewonnen hatten, da ja, hat man es gar nicht richtig gemerkt oder gar nicht die Ausführung richtig vielleicht verstanden. Ich hoffe, meine Erklärung hat trotzdem dazu beigetragen, dass man es dann verstanden hat. Und ja, weil eigentlich, ne, es ist halt simpel, nur ich habe halt kein bildliches Beispiel gerade dafür gehabt. Ich hoffe trotzdem, das hilft euch so ein bisschen weiter, dass ihr jetzt euch auch vielleicht für euren eigenen Playstyle sagen könnt, ich kaufe im Early Game wirklich alles, was ich sehe, auch wenn die Kombos nicht passen. Ich kaufe natürlich das, was am ehesten passen könnte oder was ich gerne forcen möchte. Aber wenn ich dann zweimal Task sehe, nehme ich auch zweimal Task mit. Ne, so dass ich vielleicht Stufe 2 kriege, auch wenn ich dann am Ende einen Task 2 habe, einen Frostritter 2 und ein... Was fällt mir jetzt ein, was auch gar nicht passt? Hier, die Level 1, den Level 1 Hunter, Egersis Hunter oder wie sie heißt. Ne, die drei Stufe 2 passen alle nicht zusammen, sind aber alle Stufe 2 dann, habt ihr auf dem Feld, seid ihr schon mal fein mit dem Damage, Stufe 2er sind auch sehr tanky dann und so weiter. Also, ja, kann man sich, finde ich, nicht so wirklich beschweren dann drüber. Dann läuft es meiner Meinung nach und gut ist. Jetzt hier, in der, jetzt könnte ich halt hier wieder kaufen, aber ich möchte eher verkaufen. Ich überlege, ich möchte hier auch eigentlich nichts kaufen. Ich sehe mich hier gerade nicht auf irgendwas, was ich gebrauchen könnte. Wir gucken mal, jetzt haben wir 30 Gold. Hier gibt es sogar schon einen, der hat fast 50 Gold. Jetzt hier hat einer über 40 Gold. Hier hat der erste Platz hat im Moment 50 Gold. Sprich, ne, dadurch, dass wir hätten im Early schon viel früher Gold aufbauen können, dann hätten wir jetzt auch insgesamt mehr gehabt. Aber das habe ich halt so ein bisschen abgeblockt, dadurch, dass ich so viel gekauft habe. Aber ich hätte dadurch effizienter werden können im Early. Was ich nicht wirklich bin, außer der Witch-Doktor hier. Der verzweifelte Doktor heißt er hier, glaube ich, ne? Den haben wir jetzt sozusagen hochbekommen dadurch. War auch worth, weil ich mag die Einheit an sich. Ich force die auch ganz gerne hier und da mal. Aber ich habe sie in letzter Zeit immer nie wirklich gezogen. Das hat mich immer ein bisschen geärgert. So, sehr schöne Ulti auf den hier. Und die beiden sollten hier den Kriegsgott auch, ja, umbolzen, genau. Jetzt ist auch die Überlegung, möchte ich vielleicht doch nochmal mit Dragons punkten? Oder mit Humans, sehe ich gerade. Hier ist ein Human, den nehmen wir mit. Zaino nehme ich mit, weil Interest passt. So wichtig ist mir hier auch die anderen Kombos nicht, die ich hatte auf der Hand. So, jetzt würde ich aber gerne... Oh, ich würde die gerne mitnehmen, aber ich müsste sie eigentlich... Ich darf sie eigentlich nicht mitnehmen jetzt. Ich darf eigentlich nur sie verkaufen im Notfall. Und ansonsten nichts machen, weil ich muss 40 Gold kriegen eigentlich. Ah, nee, komm, wir machen es jetzt. Wir gehen jetzt komplett High Risk, ne, High Reward. Ich bin so schlecht in englischer Aussprache. Wir versuchen jetzt einfach, auch wenn es unserem Interest schadet, ja, gehen wir hier auf die Einheiten, weil vielleicht kommen wir später damit doch nochmal besser voran. Wenn ich sie Stufe 2 kriege, würde ich auch sofort hier, ne, den hier abgeben oder sowas, müssen wir mal schauen. Oder wir bleiben bei 4 Knights und packen halt andere Sachen so dazu. Mit der Human-Bonus, vielleicht ein 4er Human-Bonus aufbauen mit Drachen-Mages oder irgendwie sowas. Könnte was werden. Human ist halt auch nochmal speziell. Der hier hat zum Beispiel hier den Human-Mage. 6 Gold, 38 Gold. Es tut weh. Es tut wirklich weh, die Einheiten gekauft zu haben. Aber, ja. Unser Feld dankt es uns, unser Gold nicht. Das ist so ein kleiner Unterschied. Außer natürlich, wir ziehen sie jetzt gar nicht mehr. Dann haben wir natürlich auch Pech. Und ich kaufe ihn jetzt. Weil, wie wir gerade gelernt haben, wir kriegen ja gerade eh nicht mehr Interest raus. Sprich, wir können auch einfach noch andere Einheiten mitnehmen. So, jetzt müssen wir den hier aber verkaufen, damit wir wieder Platz haben, weil die Einheit selbstverständlich vorgeht. Viel wichtiger, diese Einheit zu holen. So, 42 Gold, 45... Oh, ich könnte die doch verkaufen, 50 Gold holen, ne? Ich glaube, das ist mir lieber als alles andere. Wir holen hier die 50 Gold einfach straight durch. Das ist echt wichtig. Weil dann können wir jetzt nächste Runde schon mal zweimal hochklicken oder mindestens einmal. Falls wir dann nochmal was ziehen, sind wir trotzdem fein. Und ja, kommen damit, glaube ich, sehr, sehr gut hin. Wir müssen jetzt schauen, die Wölfe hier sollten nicht das Problem sein. Mit unserem Witch-Doktor, wenn der einmal durchgeultet hat, ist er schon mal fein. Aus dem Schneider hat er gut CC sozusagen, da hinten alle drei sogar. Sah sehr, sehr gut aus, macht er gleich nochmal wahrscheinlich, das überlebt er so lange. Ja, jetzt ultet er nochmal schön durch, hier komm. Sehr schön. Klack, klack. Genau, immer schön hin und her. Oh, hier noch ein Mana-Kristall, ne? Den packe ich am besten, ich weiß gar nicht wo drauf. Schwierig, wir nehmen hier den Umhang auch noch mit, Magieresistenz. Packe ich mal auf den Drachen. So, der soll ja am längsten überleben, dann brauchst du ein paar Tank-Items. Ach, Mana können wir eigentlich auch drauf packen, damit er seine Ulti schneller rauskriegt. Weiß halt nur nicht, inwiefern ich dann auch andere Sachen gehen werde in die Richtung mit Dragons. Ich werde sagen erstmal, vielleicht, mehr nicht, aber ja, mal schauen. So, nächste Runde leveln wir hier auf. Ah, ich weiß nicht, ob ich ihm Mana geben soll. Können auch ihm weiter Mana geben oder... Ja, nee, wir können auch hier Mana...
Oh, es ist schwierig. Bin mir unsicher, wo ich Mana drauf geben soll. Komm, wir geben ihm Mana. Komm, ist egal. Ist egal, da packen wir unser Mana drauf. Wir könnten immer noch auch wenn ich es ungern jetzt gehen würde, den Gletscher-Clan hier holen, weil ich vermute mal, die anderen werden wir nicht Stufe 2 kriegen. Wir könnten es aber versuchen. Aber ich glaube, wir machen das nicht. Ich muss mir irgendwas anderes suchen, was ich mit den Knights verbinden möchte. Da habe ich halt jetzt noch gar nichts im Kopf, richtig. So, ich habe halt nichts gekauft, was ich damit gut verbinden könnte. Vielleicht echt eine Mage-Kombo, aber hm. So, wir verlieren gegen Gaga. Der hat auch noch 57 Leben. Vielleicht hat er jetzt kein Gold mehr, weil er vielleicht Einheiten oder so gekauft hat. Oh doch, der hat auch gut Gold. Wenn ich schon irgendwie... Jo, Leute, die sind zu früh 7 gegangen. Der hier ist auch sehr früh 7 gegangen. Okay. Interessant das Game gerade. Was Interest angeht, haben wir es eigentlich sehr vernünftig hier runtergespielt. Könnte ja auch in die Richtung gehen. Den hier haben wir raus. Und jetzt haben wir hier wieder die wunderbare Knight-Kombo mit 6 Knights. Muss ich sagen, ist meiner Meinung nach sehr, sehr fein. Und ja, könnte echt Hunter dazu holen noch. Hätte ich vielleicht sogar Bock drauf, Hunter dazu reinzubauen. So, dann könnte ich die hier sogar raushauen. Mache ich aber noch nicht, weil ich habe ja 50 Gold, bin fein. Und hier gibt es im Moment keine besseren Einheiten, die ich kaufen kann. Nicht mal einen Hunter oder irgendwie sowas. Nur das Gefährliche ist halt, wir haben noch alle Stufe 1. Wir müssen mal gucken, wie viele Ritterspieler gibt es außer uns. Hier unten gibt es noch einen. Mit 54 Leben, okay. Das heißt, ich werde jetzt doch sogar mal vielleicht ein bisschen rerollen für unsere Hunter. Ich hau die schon mal raus, weil wir gleich eh rerollen wollen. Und ja, zwei Plätze zu haben ist ja immer ganz nice. Wir haben halt ihn wartend. Wir haben ja alle wartend. Die fünf haben wir, drei, vier, doch die fünf haben wir alle wartend. Außer den Agrarritter, den werde ich jetzt wahrscheinlich nochmal ziehen, damit ich alle sozusagen zweimal besitze. Das wäre natürlich GG. Aber ich kenne ja das Spiel. Ah, ich nehme mal Drachen mit. Ah, ne, hier, das ist schon mal schön. Den nehme ich mit. Das ist nice. Also es gibt bessere Sachen, die man ziehen könnte, aber wir geben uns damit vollkommen zufrieden. Hier ist er, da ist er. Hier ist der Drache. Den auch. Der Drache ist natürlich auch ein bisschen ungünstig, aber egal. Den bringen wir jetzt erstmal drauf. Wir sind noch der andere Drache, sind wir fein. Dadurch haben wir jetzt wieder genug Gold. Können den hier mit Mana ausstatten und ja, schwierig. Vielleicht auch hier mit ausstatten. Aber ich glaube, ich werde jetzt, ja, ich gewinne immer noch keine Runden wirklich. Ich habe einfach zu spät hier angefangen, mir die Sachen so zusammenzusuchen. Und wenn ich wirklich Dragon Combo gehen möchte, ich muss einen Drachenritter unbedingt 2 kriegen. Ich habe halt so viel noch wartend auf der Hand, ne? Deswegen, wir werden gleich nochmal mehr rerollen. Weil unser Feld hat noch so viel Potenzial, was wir jetzt unbedingt einholen, womit wir unbedingt aufholen müssen. Bevor es der andere Ritterspieler tut. Und deswegen ziehen wir jetzt hier weiter durch. Den hier muss ich aber mitnehmen. So, die eigentlich nicht. Der hier ist wichtig. Zack, nächster Reroll. Der ist auch wichtig. Ich würde sagen, ich rüber mich mal nochmal so weit runter hier. Zack. Weiter nicht. Hier ist Pause. Den nehme ich erstmal mit, aber ich brauche ihn an sich gerade nicht. Packe ich auch mal nach hier. Mir wäre der Drache hier noch wichtig. Und Stufe 8. Und Stufe 8. Ich weiß nicht, ob wir da so einen kleinen Mini-All-In machen sollen dann. Das Problem ist, ich habe meinen Dragon Knight auch noch nicht fertig. Aber ich habe halt dann mit Stufe 8 alles, was ich halt unbedingt haben wollte, ne? Der Rest ist halt erstmal dann nur Bonus. Weil bis dahin, soweit alle plätten könnten, wären wir halt fein, ne? Das ist halt jetzt schwierig, wie wir das am klügsten machen sollten. Aua, wir kriegen ja so viel Schaden raus, ne? Die machen uns gerade alle. Wir sollten echt vielleicht dann Runde 21 aufleveln. Einfach All-In mal reingehen, ne? So ein bisschen, also ein bisschen All-In. Dann mal schauen. Wie viel Gold kriegen wir denn hier? Wir kriegen ja sogar 50 Gold wieder zusammen. Sehr, sehr schön. Das ist gut. Dann können wir nächste Runde wirklich so ein bisschen All-In gehen hier. Ja, aber hiervon brauchen wir gerade auch nichts. Können wir mit allem nichts anfangen. Wir warten, abwarten, Tee trinken. Jetzt die Mob-Runde erstmal entspannt lösen. Er meint noch 3 Einheiten auf dem Feld, die wir Stufe 2 machen müssen. Eine auf der Hand. Und ja, ein Level Up brauchen wir noch. Und da wir das alles jetzt gleich machen wollen, warten wir jetzt halt, wie gesagt, ne, leveln dann auf. Und sollten dann eigentlich soweit fein sein. Ah, hier, die Mob-Runde sollte kein Problem für uns sein, dadurch, dass wir schon Stufe 2 und alles haben. Ja, da fliegt alles umher. Sehr, sehr schön. Ah, CC kam auch noch mit drauf. Also, die sind echt tanky, unsere Einheiten. So,
So. Wer braucht noch Mana? Vielleicht sogar der Frostritter, weil der Frostritter kann gut Schaden austeilen. Was er sonst gar nicht so merkt. Den hier leveln wir auf. Jetzt leveln wir hier einmal komplett auf. So. Ein Reroll. Noch ein. Das war wichtig. Wichtiger Reroll. Jetzt ist die Sache, die einzige Einheit, die ich hier verkaufen kann, ist der böse Ritter. Da müssen wir dann mal schauen, ob wir das auch machen wollen. So ist unser Feld. Zack. Weiß gar nicht, wie viel Attack Range hat er? Drei Felder, also bis hierhin. Wird er so hier rumspringen wahrscheinlich oder reinspringen? Ne, wird er nicht. Steht da weiterhin, okay. Das Gute ist, unser Drachenritter ist halt jetzt sehr, sehr stark, ne? Also der Dragon Knight. Schaut euch das an, was das für ein Different macht. Okay, wir spielen auch gegen einen, der vielleicht schon ein bisschen weiter unten ist, aber ist egal. Das macht einen Unterschied und ja, den zeigen wir ja gerade hier irgendwie ein bisschen. So, jetzt will ich nur noch die beiden aufleveln. Dafür ulte ich nicht, weil die sind ein bisschen unwichtiger. Gerade in dem Falle. Obwohl natürlich mit einer Drachen-Ulti zu starten natürlich viel Damage macht und den hochboostet, ne? Aber wir halten so ein bisschen vorsichtig den Ball flach. Und schauen erstmal, was wir hier so ziehen können. Ja, ich will halt überlegen, ob ich Human noch doch die Magier der Flamme oder wie sie. Nee, wie heißen sie? Die mit dem, die so Blitze schießen kann, die wir zwischendurch mal hatten. Die würde ich gerne nochmal holen, weil sie Human ist und vielleicht die ewige Quelle als Human. Aber müssen wir mal schauen. Ich könnte auch mir noch einen Werwolf holen und Piraten-Captain oder so, aber das möchte ich irgendwie auch nicht. Oder ich könnte mir auch holen hier Medusa und Tsunami-Jäger. Hätte noch eine Naga-Kommune richtig starke, wäre von Anfang an sehr magieimmun. Und wenn dann später wirklich richtig ein Mage-Spieler kommt oder so, der im Late-Game halt komplett eskaliert, sagen wir einfach nö. Unsere Knights geben uns MR, unsere Naga-Kommune wird uns MR geben, ne? Weil es ist ja so, wenn, ne, das Schild generiert 75% Magieresistenz. Plus nochmal 30% von den Nagern drauf. Wäre nichts sagen, aber das ist tanky. Also das macht halt schon viel aus. Dann ist die Magier-Kombo mehr als ausgekontert. Dann haben wir sogar noch Magieresistenz übrig. Überschuss. Was halt, ne? Also wir kriegen noch weniger Schaden, obwohl der Buff da ist vom Gegner. Das hier ist nice. Den fertig zu kriegen ist nice. Jetzt ist die Sache. Ich glaube wirklich, dass ich den hier einfach weiterkaufe. Ich kaufe einfach alles weiter, was ich jetzt immer sehen kann. Und weil wir dann eh kein Gold haben werden, ich nehme mir die Klaue mit, weil ich habe noch eine Mission, glaube ich, wo ich die Stufe 2 mitmachen muss. Deswegen, ich mache es einfach mal, ist glaube ich jetzt Woche 7, das sind meine einzigen Missionen, neben Task auf 3 machen. Das sind so meine Missionen alle, die ich noch habe, weil ich würde gerne auch den Chestpass dann vollenden oder sogar alle Missionen vollenden. Aus dem einfachen Grund, weil man ja dann noch so ein Icon und alles kriegt. Ich finde es zwar schade, dass man dafür wirklich alle Missionen machen muss, aber ja, man kann es sich nicht so wirklich aussuchen, ne? Ist halt ein bisschen schade drum, meiner Meinung nach. Aber da ich vielleicht auch noch die Motivation habe, in den nächsten 2 Wochen Rock zu spielen, könnte es passieren, ne, dass ich wirklich alle Missionen durchziehe. So, hier haben wir knapp gewonnen. Was heißt knapp? Unser Dragon Knight steht sehr, sehr gut da. Könnte jetzt mir halt wirklich den Interest holen, aber nee, wollen wir nicht. Den packe ich mal nach hier außen. Wie gesagt, der ist halt so ein bisschen nah, ne. Wird nur mal so ein bisschen drauf gestarrt. Und ja. Das sollte auch mein Rank abgeben, die Runde hier, weil ich werde diese Runde wahrscheinlich sehr gut dastehen. Zweiter Platz oder so wird mir wahrscheinlich hier wert werden, obwohl der hier seine volle Goblin-Kombo schon hat, ne? Level 8, sehr, sehr früh, sehr viel Luck gehabt. Läuft bei dem. Also bei dem läuft echt hier bei dem Erstplatzierten. Der hat Luck gehabt in seiner Goblin-Kombo, war auch der einzige Goblin-Spieler. Der hier fuckt mich halt ein bisschen ab. Der hat auch Ritter geholt, ne? Das muss halt langsam rausfliegen. Das würde mich weiterbringen. Hier, die wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Ich bin jetzt am. Doch, ich nehme sie mit. Nehmen sie erstmal mit. Vielleicht gehe ich jetzt echt noch eine Mage-Kombo oder so rein, dann easy. Wir schauen mal bei ihm vorbei. Er hat genauso die Kombo wie wir. Er hat hier, oh, noch einen Höllenritter weitergeholt. Er hat hier den Agrarritter nochmal 2 und hier weitergekauft. Deswegen kriege ich ihn gerade nicht auf 2. Er hat aber hier noch einen Werwolf drinne stehen. Keine Ahnung, warum den Werwolf gerade. Oh. Hör auf. Aua. Aua. Dafür hat er gar kein Gold mehr hier. Aber er hat auch ganz gut gekauft an sich. Er muss aber rausfliegen, sonst habe ich ein Problem. Das ist halt auch das Besondere, ne? Wenn ein Gegner dasselbe kauft wie man selber, ist sehr gefährlich, weil der die ersten Stufe 2er und 3er kriegt, der macht den anderen dann irgendwann. So, aber ich hoffe, du musst rausfliegen, Kollege hier. Ja, du hast dich schon mal bolzen lassen hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nochmal dasselbe und dann läuft. ich weiß gar nicht, ob ich denn eigentlich gespielt, auf welchem Feld kam der Kampf noch nicht? Nicht blind? Ah, da kommt er. Gegen Gorg. Der hat mit 3 Einheiten gewonnen gegen mich, der Gorg. Wer ist denn Gorg hier?
Achso, der Erstplatzierte, der hat mit 3 Einheiten nur gewonnen. Wir könnten das Game hier echt holen, ey. Wir müssen nur diesen Faktis rausholen da unten. Der muss rausfliegen, dann, ja. Chancen sind dann da. Aber ich bin halt am Überlegen, ne, ob ich wirklich hier das mit den Mages so durchziehen möchte. Ich kann halt auch Assassin durchziehen, wenn ich das möchte. Nur mit Lichtfeder-Assassin, wenn ich sie sehe. Finde ich auch gar nicht so schwach, weil Federclan haben wir ja auch hier drauf. Haben wir den Dreier Federclan und ich liebe die Federclan-Kombo. Elfen bei Dota Autochess mag ich nicht. Ist ja hier dasselbe ungefähr, ne? Aber hier in dem Spiel bockt es mich einfach. Weiß nicht, hier habe ich echt Spaß dran. So. Wo ist meine Frontline? Hier, zack. Oh, das Strachilein nehmen wir hier mit natürlich. Die nehme ich mit, weil es kann... Oh, den muss ich... den muss ich nicht mitnehmen. Würde ich aber gerne mitnehmen. Zack. Weil ich hätte echt vielleicht Bock darauf, das so aufzuleveln. So, wir gehen auch bald Stufe 9. Der hier ist schon Stufe 9. Sehr gefährlich. Da kann er auch noch 10 voll machen. Und er wird sehr, sehr stark. Der hier ist schon 9. Der ist 9. Der ist auch noch 8. Hat auch noch 8 Leben. Ey, der soll jetzt hoffentlich fliegen, ey. Der ist auch gefährlich hier. Sein Gegner ist hier sehr, sehr stark. Ich weiß noch nicht, doch hier Kilo hat der S-Gegner. Der sieht echt stark aus. Das wäre halt, also das hier wäre halt so gut für mich, ne, wenn der rausfliegt. Komm, Gilo, mach ihn. Gib ihm. Oh ne, der Gilo gewinnt der, gewinnt der, gewinnt der. Ich hoffe. Ja, das sieht gut aus. Mach dann auch. Hau ihn raus, komm. Hau ihn raus. Ja, sehr schön. Der ist rausgeflogen. Sehr, sehr wichtig für mich. Auf meinem Feld verliere ich zwar, aber. Ja, passiert. So, oder? Verliere ich? Wenn die Night-Kombo weiter anbleibt, gewinne ich. Ne, hat sie gerade, oh lol. Close. Das war close. 5er Winning Streak. Ganz close, die 5er Winning Streak geholt. Sehr schön, den aufgelevelt. Den nehme ich weiter mit. Hier level ich einmal. Wir wollen das in 2 Runden aufleveln. Das heißt, wir sind komplett fein, wenn wir jetzt warten. Wir könnten natürlich probieren, auch nächste Runde schon aufzuleveln. Da müssten wir aber zu viel aufgeben, meiner Meinung nach. Bald lieber alles so ein bisschen auf der Hand hier wie gerade. Ja. Wir versuchen jetzt hier das Late Game echt vernünftig runterzuspielen. Wir haben nur Stufe 2 auf dem Feld. Vorhin dann, wenn wir aufgelevelt haben, keine Ahnung, was draufbringen, um ehrlich zu sein. Ich habe ja keine Stufe 2er dann mehr. Wir könnten auch hier so einen hier von dem Typ raufhauen. Da müsste es ja auch noch den einen Mage geben, ne? Auch wenn viele den nicht mögen, aber ich könnte damit mir die Mage-Kombo holen. Hier ist er, ne? Magier passt. Den könnten wir holen. Und welchen Magier dazu ist halt immer die Frage, ne? Wir könnten sogar den Gott des Donners dazu holen, dann bräuchten wir die hier nicht. Guckt euch erst an, wie dieser Gorgt mich macht, Alter. Der macht so viel Schaden. Komm, nimm noch einen mit, sehr schön. Hätte sogar gerne noch einen mitnehmen können. Mensch, 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 Kollege. Ja komm, ich verkaufe die schon mal, level hier schon mal einmal. Alles entspannt. Weil wir sind hier gerade echt auf einem entspannten Weg. Das sollten wir auch so weiter durchziehen. Banjuni, Banjuni, was die Figuren labern, ne? So. Ich könnte echt halt... Den kicke ich mal raus. Kauf erstmal die an, weil die werde ich erstmal draufbringen, nur für die Combo. So Leute, sorry, ich musste mich kurz muten, ich wurde gerade bei meiner Aufnahme gestört hier nebenbei. Ich werde es auch nicht cutten oder so, ich habe mich gerade so erschreckt, ey. Uff. So, aber machen wir jetzt weiter. Ich wollte mich muten, habe mich verklickt, erstmal alles mit mir, ich so, was? Hilfe. So, aber ja, wir machen jetzt hier weiter, jetzt muss ich überlegen, wo ich war. Ich wollte die hier draufbringen, nächste Runde. Ja komm, gib dem, sehr schön. Siegen ist hier gerade immer gut für uns. Kommen wir gut voran. Gorgt hat 10 Siege erzielt. Uff. 10 Siege hat der. Oh, der ist 95 Leben noch da, ne? Also ich versuche mich halt mit dem zweiten Platz dann durchzusetzen. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, ich schaffe das. Der Drachenritter hier. 5700 Schaden. Ist ganz geil, muss ich ja sagen. Ja, wir versuchen unsere Einheiten halt gleich weiter aufzuleveln und so weiter. Ich werde halt dann gerne im Late Game oft noch ne, den hier raushauen. Dafür einen anderen Mage holen. Und joa. Ah, hier ist gerade auch sonst nichts Wichtiges dabei, wirklich. Ich bringe mal den drauf. Kaufe den hier weiter. So. Jetzt haben wir hier halt die Kombo, ne? Alle Gegner minus 4 Rüstung und sind damit komplett fein.
Überleg gerade. Ja, wir müssen dann halt hier langsam die Druiden auch abgeben, ne? Bin halt wirklich. Ah, möchte ich das mit dem Mages wirklich probieren? Und dann wirklich später All-In gehen, aufleveln, die noch mit draufbringen? Oder wie mache ich es am klügsten? Weil den Drachen hier, Stufe 3, wäre halt cool, ne? Dann sieht der schön lila aus, schöne Libelle. Nee, Spaß beiseite, aber der sieht echt cool aus. Hier kommen wir jetzt halt gegen den Gorg dran. Und der Gorg, der ist halt einfach so stark, ne? Ich habe halt keine Ahnung, wie ich mich da am besten durchsetzen soll. Mit Human Combo hätte ich das vielleicht sogar. Ne, mit Human Combo hätte ich es auch nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht geschafft hätte, mich hier durchzusetzen gegen Goblins. Ich kenne mich mit den Counterpicks noch nicht so gut aus. Muss ich, um ehrlich zu sein, wirklich mal üben, langsam. Ein bisschen Counterpicks besser zu verstehen. Ist echt nicht so meine Stärke. Darauf werde ich mich dann bald konzentrieren, damit ich dazu auch einen Guide machen kann. Weil es ist immer so, wenn ich etwas nicht verstehe, mir es dann selber beibringe, dann weiß ich auch, okay, vielleicht sollte ich das dann nochmal erklären. Also ein bisschen Counterpicks muss man ja hier und da mal kennen. So, ich könnte den hier aufleveln, voll hirnrissig. Den Agrarritter hier würde ich dann doch. Ja, komm, wir hauen die Druiden hier raus. Wir hauen sie weg. Dann nehmen wir erstmal die beiden mit. Nehmen den hier wieder raus. Nehmen wir unseren Drachen mit. Und den würde ich jetzt auch gerne fertig kriegen. Mal gucken. Oh, den Gottesdonners muss ich auch mitnehmen. Haha, den raus. Dafür den Gottesdonners mit. So, was habe ich denn hier alles? Den fertig. Oh, möchte ich Drachenritter versuchen? Nicht den hier? Ja. Ich möchte den Drachenritter versuchen, glaube ich. So, ich verkaufe den hier auch nochmal, damit ich wieder das Gold habe. Sehr schön. Items nehme ich immer an. Kann hier sogar was kombinieren. Oh, das passt perfekt auf unsere Einheit hier, ne? Zack. So. Das ist schön. So viel Platz ist auf unserem Feld hier. Zack. Hier ist noch ein Drachenritter weiter. Zack. Sonst nichts. Nehmen wir einfach nur den mit. Den hier drei. Ich finde, er sieht cool aus, ja. Coole Einheit, meiner Meinung nach. So, das hier einfach mal drauf und den Ring auch. Zack. Muss halt gucken, ob ich in zwei Runden wirklich All-In gehe, einfach. Und dann hoffe ich einfach, dass ich hier zu den, dass ich hier noch einen anderen Mage ziehe. Ich spare jetzt, glaube ich, wirklich, so dass ich dann All-In gehen kann, dann reroll ich alles. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier echt verlieren kann. So, hier, diese Assassin oder was der hier hat, ist halt auch eklig. Assassin und dann Druiden oder irgendwie sowas, ne? Müssen wir mal gucken, was der Kylo oder Kilo hier hat. Kylo wahrscheinlich. Jeder, ah, hier, ne? Assassins hat der ohne Ende, Druiden dazu geholt, ein bisschen Bestie rein. Ist not bad, ist ganz gut gemacht von ihm. Und ja, damit holt er uns natürlich auch hier. Gegen, guck mal, die Licht. Hier, ne? Die hier können wir nicht machen hier. Wie heißt sie denn? Die Lichtfeder-Assassin, ja. Die ist meiner Meinung nach so stark mit. So, eine Runde noch aussitzen und dann durchziehen. Oder ich ziehe jetzt schon durch. Das ist halt jetzt eine schwere Entscheidung. Den hier hole ich. Den verkaufe ich. Zack. Hier level ich einmal. Ja, ich level. Ich gehe nächste Runde komplett all in. Nächste Runde aber erst. So. Aber den haben wir auch schon mal raus. Zack. Ist zwar ärgerlich, ne? Aber irgendwie muss ich es ja machen hier. Irgendwie müssen wir uns ja hier retten. Wird jetzt ärgerlich, wenn ich gegen Gorgt oder so muss. Oder insgesamt wird es ärgerlich gegen jeden Gegner hier, glaube ich. Aber ja, gegen den sollten wir uns hoffentlich noch verteidigen können. Das ist ja alles, was wir hier wollen. Der hat nicht geultet. Sehr stark für uns. Der Holzweiser hier muss sehr schnell weg. Der tankt sonst zu viel. Ja, komm, geh weg, stirb bitte. Ah, sehr schön, sehr wichtig. Der Tank vorne ist da raus. Hier kommt zwar noch der Bär und wird weiter getankt, ne, seine Einheiten, aber ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen was besiegen, sodass wir nicht rausfliegen, wäre ich schon mal froh. Hier, der ist schon mal weg. Was macht unser Drache hier? Vielleicht gewinnt er das sogar. Er kann das echt holen. Schaut euch das an. Der Fokus ist nicht so schön. Ja, und oh, das Schild kam ganz schön spät. Es wird nicht reichen, aber vielleicht macht er den ja noch sehr schön. Kriegen wir nicht so viel Schaden. Sind wir ganz gut weggekommen, meiner Meinung nach. Muss halt wirklich den anderen Magier jetzt ziehen, ne? Der auch passt für die Kombo hier. Der Lich halt aus dem ehemaligen Dota, also aus dem, der ehemalige Lich aus Dota Auto Chess. Den muss ich ziehen. Und das wird lustig. So. Zack, hier ist er nicht dabei. Hier ist ein anderer Mage dabei. Hier ist er nicht dabei. Ich muss halt so darauf achten, ne? Was ich jetzt ziehe. Hey, den packe ich schon mal drauf. Und ja. Das ist der falsche. Ärgerlich, ey. Der Höllenritter wartet halt eigentlich auch, ne? Aber es wäre mir halt echt wichtig. Der Helikopter ist es auch nicht. Oh Leute, ey, ich habe hier so viel Pech, ne? Den Ritter hau ich raus, dafür reroll ich weiter. Da ist er. Ich hoffe, ich überlebe ich hier noch.
Das wird schwierig, ne? Das wird schwierig. Überlebe ich das? Überlebe ich das gegen Gorgt? Doch, ich überlebe. Überleben tue ich. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Hol dir das Schild, hol dir das Schild, hol dir das Schild. Komm, oh, ich überlebe aber. Komm. Ja, 5 HP. Sehr schön. Es läuft, Leute. Wir kommen zurück. Warum habe ich jetzt eigentlich zwei? Ach nee, ich habe nur einen Gott. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich zwei Götter, aber habe ich ja gar nicht. Das war ja hier die Demons, die dann hier so auch angezeigt werden. Ne, weil unser Gott bringt uns an sich nicht viel, außer dass er halt so eine hohe Einheit ist. Den hauen wir raus. Den drauf. Mage-Kombo gesichert. Ja. Jetzt ist eigentlich egal, was wir hier sehen, ziehen und so weiter, ne? Unser Feld ist an sich fertig. Natürlich wäre es schön gewesen, hätten wir die noch aufleveln können, aber das wird hier nichts. Ja, ich sitze immer nach hier, glaube ich, so. So fühle ich mich, glaube ich, ganz fein. Wir haben einen Stufe 3er, sonst alles Stufe 2 bis auf die Stufe 5er. Die haben wir Stufe 1, ist okay. Und, oh, Outlast will be Mantis at 22 Uhr, ja. Am 8. Juli, oh. Gut zu wissen. Ist bald. So, mal gucken, gegen Kylo gewinne ich hoffentlich, oder? Gewinne ich gegen Kylo? Gewinne ich gegen Kylo? Hier, der hier ist halt sehr gefährlich auf Stufe 3, ne? Der kann uns machen. Aber er hat, oh, er hat sein Feld gewonnen, er nicht. Okay, wir gehen als Dritter raus. Komplett fein. Bin ich zufrieden mit. Ich hoffe, das Early Game hat euch so ein bisschen Verständnis gebracht. Oder ich hoffe, ich habe es trotzdem noch gut genug erklärt. Ich weiß nicht, ne? Ich bin jetzt im Bishop-Modus sozusagen als dritter Platz rausgegangen. Und ich kriege halt so viele so Free Points und man kommt so easy hoch, wenn man einfach nur viel spielt. Das finde ich ein bisschen schade übrigens, so ein bisschen Kritik ans Spiel. So, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie doof, dass ich trotzdem nur 54 Rangpunkte kriege. Also, ich finde es auf einer Seite gut, das Spiel belohnt mich dafür, dass ich spiele. Und, ne, ich habe halt, brauche halt nicht so einen riesen Time-Invest, so, wenn ihr wisst, wie ich meine. Ah ja, hier, was kommt denn hier noch Neues? Okay, das gucken wir, das gucke ich mir dann jetzt gleich in einem gesonderten Video an. Darüber auch mal ein bisschen sprechen. Und hier, der Chesspass. Finde ich ganz cool, wirklich, hier den Chesspass. Ich bin so langsam hier, echt gut durch. Hier fehlt mir der Task, oder? Ja, der Task fehlt mir, sonst habe ich die anderen Wochen durch. Ist eigentlich ganz nice. Bin ich schon sehr weit mit Level gekommen. Jetzt bin ich schon Level 64. Und ja, ist bald durch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschö, tschö.